Vor 3 Jahren habe ich auf diesem Kanal ein Video hochgeladen mit dem Titel Beste Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Feedback zu diesem Video ist tatsächlich eher schlecht, weil ich nicht das erfüllt habe, was du dir als Zuschauer wünschst, nämlich eine konkrete Empfehlung, was denn jetzt beste Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Daraus habe ich gelernt und möchte dir heute ein paar klare Empfehlungen geben, bei welchen Versicherern es sich lohnt, mal genauer hinzusehen, wenn du im Jahr 2023 eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchtest. Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Marco und hier habe ich schon mal ein Video gemacht zur besten Berufsunfähigkeitsversicherung. Und in diesem Video wollte ich dir einfach mitgeben, dass es nicht den einen perfekten Tarif, der für alle passt, gibt und dass die Anforderungen individuell sind, dass es auf die individuelle Annahme kommt. Sprich, wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast, ob dich ein Versicherer beispielsweise besser annimmt als der andere. Dennoch, auch wenn all diese Themen immer noch aktuell sind, möchte ich es heute besser machen und dir einfach ein paar Anbieter zeigen, die auch bei uns, bei BU Experts, immer wieder zur Auswahl kommen, die von vielen Kunden bei uns abgeschlossen werden. Und Link zur kostenlosen Videoberatung findest du übrigens auch unter dem Video in der Beschreibung. Die Aufzählung der Anbieter ist bewusst nicht wertend. Ich mache es alphabetisch, sodass hier keiner sagen kann, Mensch, das eine ist besser als das andere. Denn genauso ist es eben nicht. Es kommt immer darauf an. Und anfangen möchte ich mit der Allianz. Die Allianz hat im aktuellen Tarif ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis in super vielen Berufen. Die Allianz hat die Besonderheit, dass du eine echte Dienstunfähigkeitsklausel bekommst, auch wenn du später verbeamtet wirst und die dann eben später noch einschließen kannst. Er hat insgesamt sehr solide Leistungen und das Ganze, wie gesagt, zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem bin ich auch mit dem Service der Allianz äußerst zufrieden. Abwicklungen laufen zuverlässig, Absprachen funktionieren gut und anonyme Risikovoranfragen werden von uns auch immer schnell und oftmals sehr überraschend mit guten Ergebnissen beantwortet. Als nächstes kommt der Liebling vieler freier Versicherungsmakler und zwar die Alte Leipziger. Ich würde sie nicht mehr ganz auf Platz 1 stellen, so wie das von vielen Vermittlern jahrelang gemacht wurde. Sie ist einer der Top-Anbieter meiner Ansicht nach. Auch hier haben wir eine sehr gute individuelle, saubere Risikoprüfung und ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber in manchen Punkten gibt es mittlerweile tatsächlich einige Anbieter, die noch ein bisschen mehr machen, noch ein bisschen besser machen. Aber auf jeden Fall ein solider Anbieter, den man empfehlen kann. Als nächstes hätten wir die Baloise, die mit mehreren Themen punktet und zwar zum einen mit der individuellen und wirklich gut zu gebrauchenden Risikoprüfung, darüber hinaus mit einem bei vielen, vielen Berufen sehr, sehr guten bzw. äußerst günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich auch mit einem echt guten Tarif, der in vielen Punkten wirklich schön gestaltet ist und total zu gebrauchen ist. Als weiteren Versicherer würde ich die Bayerische empfehlen. Die Bayerische eignet sich insbesondere aber nicht nur für Beamte, auch mit einer echten Dienstunfähigkeitsklausel, die in den Tarifen Komfort, Komfort Plus und auch Prestige standardmäßig enthalten ist. Die Bayerische bietet darüber hinaus auch noch eine Kunden-App an mit super vielen Fitnessübungen und wenn du da bestimmte Übungen machst, bekommst du sogar eine Beitragsrückerstattung von 100 Euro pro Jahr, sozusagen ein kleiner Zuschuss zu deiner Berufsunfähigkeitsversicherung und insgesamt würde ich den Tarif empfehlen. Die HDI-Versicherung punktet nicht nur mit einem sehr, sehr guten Bedingungswerk, sondern auch oftmals mit einem äußerst günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet sich ja für Ingenieure, für viele IT-Berufe bzw. auch für generell für Freiberufler sehr gut an. Und darüber hinaus bietet die HDI für viele Berufe auch sehr stark vereinfachte Gesundheitsfragen mit wirklich klaren, abgeschlossenen Fragestellungen. Und darüber hinaus ist die HDI auch einer der Anbieter, wo ich auch eine Kombination aus Basisrente und Berufsunfähigkeitsrente, wenn es die sonstige Situation hergibt und zulässt, empfehlen würde. Deshalb HDI auf jeden Fall einen Blick wert.
Weiter geht's mit dem Vorsorgespezialist der LV 1871. LV steht für Lebensversicherung, 1871 ist das Gründungsjahr. Ich sage immer, ist ein Spezialversicherer, der macht nicht alles, dafür das, was er macht, sehr, sehr gut. Auch hier haben wir ein wirkliches Top-Produkt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei akademischen Berufen, bei Handwerksberufen würde ich sagen, eher nicht so. Aber wenn du zu den akademischen Berufen gehörst oder auch bei kaufmännischen Berufen, dann lohnt sich hier ein Blick auf alle Fälle. Auch hier gibt es Möglichkeiten der vereinfachten Gesundheitsfragen. Und insgesamt würde ich die LV 1871 einfach wegen einem sehr guten Service, einem sehr, sehr guten Tarif- und Bedingungswerk empfehlen. Die Nürnberger hat in den letzten Jahren so einiges getan. Nicht nur an ihrem Tarif, der mittlerweile in der absoluten Spitzenklasse mitspielt, sondern auch an ihrem Service. Auch wenn ich hier nach wie vor manchmal noch ein bisschen unzufrieden bin mit der Bearbeitungszeit, aber das tut der Berufsunfähigkeitsversicherung selbst hier kein Abbruch, denn die ist auf absolut höchstem Niveau und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich der Tarif der Nürnberger durchaus sehen lassen und ist ein Blick wert. Und auch der Volkswohlbund hat nicht nur einen sehr individuell gestaltbaren Tarif, sondern auch eine individuelle Risikoprüfung und bietet sich im Jahr 2023 an, wenn du jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchtest. Ich hoffe, dir haben diese konkreten Empfehlungen für bestimmte Versicherer weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du diesem Video jetzt einen Daumen nach oben da lassen würdest, sodass das Ganze besser abschneidet als das letzte Video aus 2020. Und mich würde interessieren, was sind deine Favoriten? Wo hast du deine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen? Wenn du Vermittler bist, wo vermittelst du gerne Berufsunfähigkeitsversicherungen hin? Welchen Tarif hast du dir schon angesehen? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest. Mach's gut, bis dann. Ciao.